Hallo und herzlich willkommen zur dritten Etappe der Settimana Internazionale Coppa i Bartoli von Regione nach San Gallo al Rubicone. Schöner Name auf alle Fälle. Ja, Hügel und die Favoriten sind Dylan Teuns von Trek, Jordan Navarez von Ineos, Fabio Felline von Astana, Quinn Simmons von Trek, Laurens de Plus von Ineos, Pavel Sivakov von Ineos, Tony Gallopin, oh Gott, ich glaube Trek auch, oder? Michael Scalmiose von Trek, ah, steht ja sogar hier, ja, Trek. Keine Ahnung, Williams, ich glaube irgendwie Stephen oder Steven, Stephen glaube ich, von Bahrain Victorians und Fabrizio Fabione auch von Trek. Zu Ineos komme ich, wenn das rennt, kann ich etwas erzählen, was ich heute so im Fernsehen geschaut habe. Also ich habe Giro geschaut, Hindley hat gewonnen, hier zum Blockhaus hoch. Super, ich bin ja Bora-Fan. Aber naja, worauf ich eigentlich hinaus ist Ineos Taktik etc. Aber da haben wir noch Zeit im Rennen darüber zu reden. Bis gleich. So, wir versuchen jetzt hier im Rennen mit Mauro Finetto in die Spitzengruppe zu gehen. Ich denke mir so, warum nicht? Vielleicht ist ja was, aber es sieht gut aus. Kümmern wir uns erstmal um die anderen. Fortin wird beschützt, das passt so. Ja, der Rest. Wichelmann, auch ein Kandidat, den wir jetzt theoretisch mal in die Ausreißergruppe schicken könnten. Auch Felix Mau. Einfach Moses Leck. Okay, aber Finetto Schaar wird wahrscheinlich wieder ausgewählt. Thierry Berti, der hier die Ungarn-Rundfahrt letzte Etappe gewonnen hat. Koppa sofort mit Problemen bei der kleinsten Tempoverschärfung. Ah, schade. Da sind jetzt die anderen so schlecht positioniert. Mo kommt jetzt gleich nach vorne. Der könnte es nochmal probieren. Jetzt gleich hier im Anstieg. Aber das wird am Ende wahrscheinlich nicht reichen. Warte mal, Mo, in welchen? Oh, Punktewertung. Ne, Bergwertung. Okay, dann stimmt. Okay, dann versuchen wir es mal. Mit Mo hier noch irgendwie reinzukommen. Parasini. Am Hinterrad, Ranomoli und Billy schafft nicht mehr das Hinterrad. Mal schauen, ob die Gruppe kommt. An sich glaube ich erstmal weg oder sagen, wird weggelassen. Ich glaube, das ist dann die bessere Beschreibung dafür. Kann jetzt auch noch vor allem wichtig vor der ersten Wertung in der einer Kategorie, da wir schon gerne mit reinhalten, nochmal auf die Spitzengruppe aufschließen. Ja, das kann sehr gut sein. Weil ich jetzt so kurz angespannt, dass er alles im Schnelllauf, konnte ich nicht erwarten. Okay. Parasini von Quebecca fällt zurück. Schade für den Italiener. Auch hier wirken nicht mehr alle so fit. Allerdings ist das Mo auch nicht. Jetzt fällt auch Baroni raus. Das ist das Kontakt. Oder? Nee. Doch, Colobacbalan. Wie sieht die Kontakt, sind die dabei, ja? Oder? Ah, stimmt, die hatten diese. Okay, Rajovic ist da, aber ich kann mich halt wieder erinnern. Genau. Die haben auch einen vorne. Oder hatten, oder? Nee, nicht. Nicht? Hm. Naja. Okay, jetzt erstmal zur ersten Bergwertung. Das sind jetzt noch 4,7 Kilometer. Und das ist ein Zweikategorie, also es geht dann richtig, richtig steil bergauf. Ich weiß nicht, ob man das, kann man das irgendwie sehen, wenn man irgendwie Profil, Steigung im Prozent. Das kann man dann hier unten sehen. Jetzt geht gleich noch bergab und jetzt geht es gleich bergauf. Mo fährt man dann kurz nach vorne. Hier ist alles gut mit Finetto, ja, Finetto schützt durch Koppa, ja, kann man durch Klotz über abgenommen werden. Ah, jetzt konzentrieren wir uns auf Mau. Ziel ist natürlich ganz gleich, klar, die Bergwertung jetzt zu verteidigen. Es wird
schon schwer, ihn über das ganze Rennen zu verteidigen, aber er ist nicht gut im Berg und schon gar nicht, also im Hügel ist er nicht gut. Ja, da fahren jetzt einen davon. Aber die wirken auch nicht mehr ganz so fit. Und jetzt setzen wir die Attacke schön außen dran vorbei. Höheres Tempo einfach anschlagen, mal schauen. Ja, das sieht erstmal nach dem Zweitplatz aus. Das holt sich Luca. Welche italienische Mannschaft ist das? Da gibt es so viele. Work Service, ja, schon mal von gehört. Mo jetzt auf Platz 2, eine Minute schon hinter Luca. Allerdings, das Hauptfeld ist auch schon wieder richtig nahe gekommen. Also mit einem Ausreißersieg wird es, glaube ich, nicht. Aber erstmal Platz 2 in der Bergwertung einer Kategorie. Das sind dann nochmal 12 Punkte. Die nehmen wir dann noch gerne mit. Und jetzt müssen wir nicht mehr allzu viel geben. Wir warten auf hier. Das ist jetzt hier schon wieder Team Furiali ASD. Also es gibt relativ viele italienische. Ganz komisch, also ich glaube, ich meine es zu wissen, woran es liegt. Dass es so viele kleine italienische Teams gibt, aber kein großes oder kein in der World Tour. Das liegt, glaube ich, immer noch an den Doping-Vergangenheiten. Da waren ja die italienischen Teams ganz vorne mit dabei und das hat sich bis heute noch nicht wirklich normalisiert. Und es gibt 3 Pro-Teams, aber mal schauen, was da in der Zukunft noch dazukommen wird. Aber ich denke, irgendwann wird es schon wieder ein italienisches Pro-Team geben. Also World Tour Team. Denn es ist einfach der Markt da und so, warum nicht? Wir sind ja da kurz vor der zweiten Bergwertung und es ist leider so, dass Felix Mauck gerade eingeholt wurde. Vorne sollte noch Luca sein, der sich auch die erste Bergwertung geschnappt hat. Und ja, er ist auch von den Werten sehr gut. Den könnte man theoretisch mal auch merken für die nächste Saison. Ist auch noch in der Jungprofi-Wertung, da hat er doch schon eigentlich ganz gute Werte. Zeitfahren 68, 67 Berghügel und 69 Ebene. Mal schauen, was da so geht. Wir versuchen mit Maut dennoch natürlich. Wir könnten jetzt nochmal angreifen für die nächste Bergwertung. Im Vorhinein quasi. Okay, wird erstmal weggelassen vom Hauptfeld. Das ist natürlich sehr schön. Wir ziehen mal die Attacke nicht ganz durch. Oben dann halt noch, aber mal schauen, ist noch. Hat jetzt circa 30 Sekunden vom Hauptfeld. Das wäre jetzt schon. Aha, was machst du denn? Dranbleiben. Jetzt muss er schon ganz schön drücken. Um mal hier einen Begriff aus der Formel 1 zu verwenden. Das Hauptfeld rast näher weiter ran. Wir sind ja schon mit Einsatzbalken. 89, was soll ich denn noch machen? Geh mal in den Sprint und block jetzt einfach jeden ab, der hier kommt. Los, kriegst Luca noch? Nee, hier kommt keiner vorbei. Jawohl. Schön. Haben wir uns auch in dieser Bergwertung gesichert. Das war natürlich schon Erfolg für unseren jungen Neuseeländer. Pinetto hat den Berg gut überstanden. Noch ein bisschen weiter vorne. Bichelmann ist noch dabei. 14. Etwas weiter zu hinten ist auch auf automatisch, warum auch immer. Der Kopper ist weg. Ich sag, der Kopper ist, glaube ich, wirklich ein Österreicher. Und wir, klar, wir sehen uns dann gleich der nächsten Bergwertung wieder. So, da sind wir wieder. Mo leider schon sehr angefressen. Ich meine, heute mal Getränke, 14 und auch Finetto geht es noch relativ gut. Es ist ein Bergaufsprint. Darf man nicht unterschätzen. Ja, ich glaube, das mit der Bergwertung, also bei dieser Bergwertung, wird nicht. Natürlich schmecken die 10 Punkte nochmal. Die sind dann bestimmt am Ende schon irgendwie entscheidend, aber ich glaube nicht, dass er sich da jetzt nochmal nach vorne kämpfen kann. Ben Turner, ist das eine Attacke? Tempoverschärfung sieht mir eher nach einer Tempoverschärfung aus. Ja, und Mo ist platt. Da ist nichts mehr zu holen, schade.
Schade, schade, schade. Aber gut. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt hier einer die Bergwertung gewinnt. Einer von Ineos, also der einfach noch keine Punkte hat. Allerdings habt ihr Billy Wacker von dem nächsten italienischen Team, De Amico. Der wird sich wahrscheinlich jetzt die Bergpunkte sichern. Ja, wird er sich. Und Mo wird wahrscheinlich, ja. Keine mehr holen, hat jetzt aber mit 20 Punkten Vorsprung. Darauf kann man aufbauen, darauf kann man aufbauen. So ist es nicht. Bichemann geht doch gut, Fortin und auch Finetto geht's gut. Wir müssen mal schauen, ob wir dann am Ende Fortin halt, ich glaube, am Ende wird's Finetto sein, allein wegen dem Hügel wert. Müssen wir schauen, wie es gut dann Fortin es geht. Ja. Kommen wir zu dem Thema, das ich schon etwas bisschen angekündigt hat, und zwar, ging es heute bei Eurosport, der hinterher gewinnt die Etappe, es ging aber auch um Ineos, um die Taktik von Ineos. Und wie es sich so entwickelt hat. Es war ja so, dass Ineos, damals auch Team Sky, dass also die Taktik von Ineos bei dieser Etappe und auch schon bei der Etna-Etappe war es ja, hohes Tempo zu halten. Wir können hohes Tempo und dann am Ende, also vom Fuß des Berges ein Ausscheidungsverfahren. Und dann am Ende vielleicht eine Überzahlsituation zu haben, wo dann einer attackieren kann, der Kapitän. Und das war zu Zeiten von Sky natürlich auch viel extremer. Und hier machen wir einen kleinen Sprintzug. Da war es ja von Kilometer Null an. Und das war auch Sky war ja ein Team rein nur für die Berge. Das ist jetzt nicht so, man hat einzelne Sprint, man hatte auch zur Zeit von Sky Viviani schon. Aber jetzt ist das dann deutlich ausgeprägter, nochmal ein deutlich breiteres Team für Klassiker, für Eintagesrennen, auch flache Eintagesrennen. Das finde ich schon mal gut. Aber man hat wieder die Taktik. So, das war im letzten Jahr nicht so. Und dann wurde auch gesagt, warum liegt das? Also jetzt ist es halt am Fuß des Bergs an, weil Sky-Zeiten, das war schon manchmal wirklich langweilig. Wo ich dann auch gedacht habe, ja komm, was schaue ich mir das noch an? Ja, also nee, so war es nicht, aber es war halt schon manchmal wirklich langweilig. Muss man einfach so sagen, wenn dann Sky von Kilometer 0 an losfährt, irgendwann die Ausreißer einholt, oder man attackiert, also mit der wirklichen Attacke und dann gewinnt. So. Dann war es jetzt mit Ineos, das war noch eigentlich bisschen moderater, sage ich mal. Also die Taktik war immer noch da, warum ganz einfach, man hatte das beste Bergteam immer noch. Aber dann, jetzt fängt das ja wieder so an. Und das hat vor allem damit zu tun mit Roger Hedmond, oder Hammond heißt er, glaube ich. Der war bei Sky, war dann jetzt bei Ryan Gosling, ist jetzt wieder bei Ineos. Und es wird dann wirklich so ausgerechnet, du musst so viel Watt pro Kilogramm treten, damit das und das passiert. Und ich glaube, wir fahren für Finetto. Der wirkt mir dann noch deutlich besser. Und du wirst auch im Zeitplan sein. So viel Watt musst du treten, so viel Zeit kannst du dir einbüßen, dann vor allen Dingen wahrscheinlich so auf Lander und so. Und jetzt konzentrieren wir uns aber hier mal. Hier kommen die Attacken. Fortin kann da nicht mitgehen. Warum kannst du nicht mitgehen? Gib alles. Ah, schade. Finetto geht jetzt in den Sprint rein. Nee, nee, nee. Schade, schade, schade. Am Ende gute Platzierung, aber nicht allzu gut gemacht. Da haben wir uns mal ein bisschen, da habe ich nicht von noch mit einer weiteren Attacke gerechnet. Am Ende gehen Dylan Teuns zu Tony Martin und Quinn Simmons. Fortin kommt vielleicht noch in der ersten Gruppe mit an, muss jetzt durchziehen. Ist ja ein Punktetrikot. Ah, schade. Da war bestimmt mehr drin gewesen. Schade, dass das. Ah, Mann, 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 Mann. Unnötig, unnötig. Am Ende ist der Eritrea
Gepräviert. Überholt er den vor dem Slowaken Muren. Ah, es ist schon bitter. Das ist schon bitter. So kurz vom Ziel. Durch den Stütz wahrscheinlich gestoppt. 4,2 Kilometer. Zeitlimit sollte kein Problem sein. Ich denke mal einfach. Das ist ja auch nicht alles in Echtzeit. Aber es ist ja nicht wirklich Echtzeit, aber. Naja. Mich triggert das halt schon irgendwie, wenn sich die Farbpigmente nicht laden. Es passiert einfach manchmal, weil, ne, mein PC. Ich habe keine Grafikkarte, das ist das Ding. Also ich habe einen Prozessor mit integrierter Grafikkarte. Oder Grafikchips. Also ich habe einen Intel i5 4700. Also 4570 habe ich, glaube ich. Ja, das soll es sein. Und das ist dann Grafikchips Intel HD Graphics 750. Und dann mit Aufnehmen, also zum Privatspielen, reicht's noch, kann ich die Grafik etwas höher schrauben. Schön, dass, na gut, jetzt habe ich die Sicherung vergeigt. Naja, gut, egal. Grafik zum höher schrauben. Aber mit Aufnehmern, dann geht das nicht und dann werden halt die Farbpigmente auch nicht geladen. Aber gut. Pinetto auf Platz 10 dann, zeitgleich, Fortin auch noch zeitgleich gewertet. Ja, am Ende dann noch eine große Gruppe reingekommen. Unseren 50 Fahrern. Leider hat Bichelmann nicht mehr geschafft. Schade für ihn. Ja, aber in dieser Wertung spielen wir sowieso keine Rolle mehr. Da war das Mannschaftszeitplan einfach zu schlecht. Sehen wir uns zur nächsten Etappe wieder. Wieder. Das war. Was da noch macht. Also sind wir wieder. Es geht zum ersten wirklichen Pause. Alter, fuck mich ab, wenn Mountain, der, also Berg, der Set der Coppo Bartoli-Rundfahrt. Fortim hat zu kämpfen, Bichelmann hat zu kämpfen. Ja, wir sind's. Wollten mit mal unbedingt die Gruppe am Ende, hat es bezahlt machen, sehr früh abgehängt. Gut, sein wäre nicht gut. Hat es am Ende nicht geschafft. Und kann jetzt auch hier nicht mit reinhalten, weil er schon zu geschwächt war. Fortin sieht eigentlich noch ganz fit aus. Finetto. Bichelmann, versucht mal dran zu bleiben, der geht's ja eigentlich noch. Relativ. Relativ. Gut, das ist ja auch komplett leer. Aber fährt eine gute Rundfahrt, Bichelmann. Und jetzt alle Augen ruhen auf Binetto, der jetzt hier einfach nicht den Anschluss verlieren darf. Wenn hier irgendwie die Lücke reißt, wäre das sehr suboptimal. Einfach nach vorne kämpfen, greif mal an, um da die Lücke zu schließen. Es wird noch sehr, sehr hart heute. Noch sehr, sehr hart für Finetto und für alle anderen hier. Aber jetzt ist er erstmal wieder vorne da. Mauro Finetto, unser Italiener von den Major Pushbikern. Simeons fällt zurück. Oder hat Probleme. Okay, da ist der andere Nibali. Und auch Finetto hängt jetzt hier hinten dran. An dem Peloton, das nur noch aus 24 Fahrern besteht. Bahrain Victorious macht super starke Arbeit. Fischer Black fällt zurück. Der sehr junge Mann aus Australien. In Diensten von UAE. Auch Stefan de Bott hat Probleme. Und auch Finetto konnte sich nicht ganz jetzt an die Gruppe heften, jetzt wieder in der Abfahrt reinfahren, jetzt vor allen Dingen regenerieren, kannst ja bis gleich hinten kannst Flaschen holen. Ja, ich denke hier, ja, die kommen auch schon irgendwann ins Ziel. Ist eine sau, sau schwerere Etappe. Mal schauen, ob sich das Vorderfeld jetzt erstmal wieder auf, keine Ahnung, 40 anfahren lässt. Und ja, es wird immer, immer leichter. Am Ende eine Ohr-Kategorie, dann eins, dann zwei und am Ende flach ins Ziel hinein. Also es wird immer, immer leichter.
Spichelmann, Abfahrt 55, ja gut. Da konnte deswegen leider hier nicht auf der Gruppe ausschließen. Anschließen. Versuch einfach dann. Ja, wir sollen jetzt einfach mal hier alle Ränder fahren. Kann ja einfach mal alle. Leertaste, genau. Gott, bin ich dumm. Strategie. So. Und ihr könnt mal alle auf. Auf Etappe, warum könnt ihr nicht auf Etappe fahren? Ihr könnt ja auf gar nichts fahren. Na ja gut, dann fahren hier, wenn ich die alle unterstelle, dann fahren die alle auf Etappe oder was? Okay, seltsam. Ja, fahren wie im Angriff. Ja, komm, mein Ding auch angreifen, wenn ihr wollt. Naja. Naja. Ein bisschen mal der Route. Komm, ein bisschen mal. Jetzt machen wir ein bisschen Tempo. Das fuckt mich sonst so ein bisschen ab. Nein, das ist kein schönes Wort. Ist Ivan Zazarumita. Nee, ist er nicht. Jemand anderes ist sonst auch Mieter reist. Ich weiß nicht, das ist ein Allerweltsname in Italien. Ich glaube nicht, weil ich mir das noch nie zuvor untergekommen ist. Ja, weil der Fälle jetzt von Bichelmann passiert. Auch ihr könnt ihr einen. Ja, nee, komm, fahrt was, aber ich habe keine Lust, mich jetzt da kommen. Mich damit zu beschäftigen, was ihr hier so fabriziert. Alle Augen ruhen auf Finetto und auf den nächsten Anstieg, in der jetzt kommt. Wie gesagt, es wird leichter, jetzt einer der ersten Kategorie. Und da gab es einen Sturz. Stephen Williams. Force by Line Victorious. Leider auf dem Boden. Schade für ihn. Für, ist glaube ich auch noch relativ jung. Der Brite. Und Finetto hält sich weiter eigentlich ganz gut. Immer schön ein bisschen so im hinteren Feld. Platziert, ich da gehört auch hin. So. Wir konzentrieren uns auf Mauro Finetto. Unser Edelitaliener Garasio hat jetzt angegriffen nochmal. Hoffen wir mal nicht für die Bergwertung. Hat aber zum Glück noch keine Bergwertpunkte. 16 Punkte, die schmecken aber schon. Ich glaube, die hätte jeder gern. Auch Felix Mau. Komm, fahrt ihr wollt. So, Finetto ist hier. Ich weiß nicht, sollen wir die Bergpunkte mit sprinten? Warum nicht, ne? Für die Kohle. Garasio hat schon den Vorsprung ausgearbeitet. Jetzt macht der Finetto die Führungsarbeit. Lass mal schön. Braucht seine Kräfte noch garantiert. Williams kommt gleich zurück. Ja, haben wir die üblichen Verdächtigen fallen hier raus. Und Finetto schafft es mit der ersten Gruppe über diesen zweiten brutalen Anstieg. Einmal so, jetzt wieder in die Abfahrt hinein. Und schauen, was die Zukunft bringt. Und da sind wir wieder. Hier, ja, komm. Ja, komm. Ich weiß nicht, irgendwie kümmere ich mich gerne um die. Naja. Okay, Finetto. Noch 35 Kilometer. 30 Mann Spitzengruppe, ein Mann vorne.
hält sich gut von Garasio, von der von so einer italienischen Mannschaft, diese Carrera. Ist glaube ich scheiße, viele von denen. Wollen wir mal unser Flucht im, nee, unser Glück im, unser Heil in der Flucht suchen? Erstmal hier gucken, dranbleiben. Jetzt habe ich, glaube ich, mein Mikrofon oder meine Kopfhörer von, ich glaube, wieder gezogen. Und jetzt kriege ich sie nicht wieder reingesteckt. Ach man, was ist das denn? Bin ich blöd? Ja. Müssen wir jetzt um die Nase binden? Nö. Gott. Irgendwie bin ich. Ich sehe nichts. Hilfe, warum sehe ich nichts? Das ist geil. Ja, ich habe es geschafft, blind meinen Kopfhörerstecker wieder reinzustecken. Ach, manchmal bin ich schon stolz auf mich. So, konzentrieren wir uns auf Finetto. Gleich kommt nochmal der letzte Anstieg. Oh, Weber hat aufgestimmt, ja, Weber ist gestürzt. Meine letzte Angabe war nicht, dass er aufgibt. So, Finetto. Wollen wir dann mal unser Heil in der Flucht versuchen? Ja, warum nicht? Warum nicht? Wie, was haben wir zu verlieren? Und jetzt greift Fenato an. Aus der Abfahrt hinaus an Luplap vorbei. Wer kann da alles folgen? Jeder, so wie es ausschaut. Ach man. Das hat jetzt leider nicht den gewünschten Effekt. Oh doch, jetzt reißt die Lücke. Jetzt reißt die Lücke. Ich greife nochmal Garasio an. Hat aber auch nicht mehr die Kraft. Jetzt wird die Lücke wieder zugefahren. Okay. Luke Plapp fällt jetzt raus. Fünfter in der Gesamtwertung. Also hat doch was gebracht. Auch genau. Also so unbedeutend war die Attacke jetzt nicht. Die Frage ist halt nur die, ne? Wie wird jetzt so durchgezogen, dass Henao und Plapp noch reinkommen? Aber Plapp sieht schon wirklich stark aus, während Henao einfach den Anschluss einmal kurz mal nicht mehr halten konnte. Fischer Black, der am Anfang Probleme hatte, jetzt auch noch weiter mit dabei. Wie gesagt, es wird halt immer leichter, aber es ist halt schön interessant gemacht. Ist interessant gemacht und wir sehen uns dann, wenn es auf die Zielgeraden geht. Genau. Und jetzt wird weiter freudig angegriffen. Luis Leon Sanchez und Pavel Sivakosta, jetzt eigentlich ein Franzose ist. Also, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie ich das update. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich finde das auch kein gutes Tutorial. Ich weiß, wie ich Datenbanken bearbeite und sie neu erstelle, aber ich weiß nicht, wie ich aus einer erstellten Datenbank das Spiel ändern kann. Weil er hat das ja jetzt zum Franzosentum konvertiert. Zu Recht auch. Zu Recht, zu Recht. Und wir gehen mit Finetto mit. Aber auch diese Tempoverschärfung, Schrägstrich, Angriff hat wenig geschafft, wenig erreicht. Auch hier jetzt wieder, jetzt konnte sich Laurens de Plus absetzen. 20 Sekunden Vorsprung hat er jetzt. Und wir sind am Arsch mit Finetto. Dann müssen wir rausnehmen, dann müssen wir rausnehmen. De Plus wieder eingesetzt und wieder greift einer aus Ineos an. Ja, können wir jetzt nicht jeder Attacke folgen, ist das Ding. Folgen wir mal De Plus. Rivera ist zurückgefallen und Van Kelo ist zurückgefallen. Durch, aufgrund dieser Tempoverschärfungen noch 8 Kilometer, 5. Jetzt haben sich da welche abgesetzt. Auch schön, dass De Plus die anderen wieder reinführt, wenn zwei Ineos-Fahrer vorne sind. Auch ein Navarres, der gut sprinten kann. Aber gut. Ich hinterfrag's nicht. Folg mal Feline. Da ist schon 1 Kilometer. Sprint mal jetzt los. Box dich da irgendwie durch. Binetto geht jetzt. Jetzt explodieren ihm die Beine.
Und am Ende gewinnt Navarez vor Felline, Dylan Teuns und Tony Gallopper. Wir verlieren hoffentlich keine Zeit. Ja, aber kommen wir jetzt letztendlich in dieser Gruppe an. Hier ist hoffentlich ein Zeitabstand. Und 20 Sekunden. Ja, schade. Aber gut gefahren von Pinetto, von am ersten Berg an isoliert und dann schön gefahren, kann man nichts von sagen. Kann man nicht meckern, kann man nicht meckern. Das war eigentlich ganz in Ordnung. Eigentlich, nein, es war ganz in Ordnung. Da lege ich mich jetzt mal fest. Ganz hinten ist Sünspak von, ist das Gala Electro Lucchini, also wieder so eine italienische Mannschaft. Fällt leider aus dem Zeitlimit raus. Sind aber, glaube ich, relativ viele aus dem Zeitlimit rausgekommen. Also gewinnen tut Navarez vor Felline, Sculumpin alle zeitgleich. In der Gesamtwertung führt jetzt Tony Gallopin vor 10 Sekunden vor Dylan Teuns und 10 Sekunden vor Navarez. Dann Bergwertung weiter Felix Mau, das ist gut für uns. Punktwertung Tony Gallopin. Nachsortung Navarez, Teamwertung Ineos. Wir sind nicht in den Top 10 erwartbarerweise. Ja. Ja, schade, dass es hier als selbe Gruppe gewertet wurde. Da hätte man doch schon ruhig 20 Sekunden abnehmen können. Wir sind jetzt mit Finetto auf Platz 20 in der Gesamtwertung. Ja, ja, ist annehmbar. Ist annehmbar. Kommt noch eine Etappe. Dann bin ich immer 97. Teamwertung sind wir jetzt auf Platz 15. Ja, und wir versuchen jetzt natürlich auf der letzten Etappe der Corpo Bartoli Rundfahrt das, ja, vielleicht sogar Etappe zu gewinnen. Wer weiß, mit ist ein Zeitfahren. Eine Seite der guten Zeitfahren, dann hätten wir nämlich schon das Bergtrikot sicher. Das natürlich für uns als Kontinentalmannschaft auch ein sehr großes Erfolg. Sehr großes schade, da ist auch sein Zeitfahren. Gut, Favoriten, Dylan Teuns, Sivakov und Lauze Plus. Wir sehen uns im Rennen. Bis gleich. So, da sind wir kurz vor der ersten Bergwertung. Hier ist das Feld schon ganz schön zersprungen. Benetto und Fortin noch dabei und auch Felix Mau ist in der zweiten Gruppe des Tages. Wir hoffentlich die ersten beiden noch einholen werden zur Bergwertung, aber auch so, er ist schon sehr, sehr angefressen. Mal schauen, mal schauen, ob er überhaupt Punkte bekommt heute. Wenn er jetzt nochmal seinen Bergrekord abgeben müsste, wäre schon sehr bitter für ihn. Er fahr doch dran vorbei. Was machen die mir denn? Jetzt kommt schon das Hauptfeld. Ach man. Postabgang verpasst. Es wird nichts mit Punkten, oder? Ja. Schade. Ach, fuck. Damit können wir uns, glaube ich, auch vom Bergtrikot verabschieden, soweit ich weiß. Weil ich rechnen kann. Ach, Mann. Ach, so unverdient. So ein bisschen enttäuschend. Olfinetto, wir haben das gewohnte Bild wieder auf sich allein gestellt und wir sehen uns gleich wieder, wenn es zur nächsten Bergwertung geht. Wir sind am Fuße des, wie heißt, San Marino. Stimmt, die Corpo Bartoli ist ja die San Marino Rundfahrt, also nicht San Marino, aber so rund um San Marino. Jetzt geht's ab, jetzt weiter rein. Ja, Bergwertung hat sich leider gegessen. Sehr, sehr sad. Noch 23 Fahrer hier dabei, Boratti fällt jetzt raus. Hat der Punkte gemacht? Ja, 10 Schleier. Rivera sollte keine Bergpunkte mehr bekommen. Ich würde mitsprinten, einfach für die Bergwertung, dass die 16 Punkte nicht auf die Konto eines anderen geht.
Nur 5 Kilometer bis oben hin. Es sind kein, nicht, Tempo wird nicht allzu groß gehalten. Trotzdem hat Finetto deutliche Probleme, hier dran zu halten. Schade für unseren Italiener. Jetzt muss er kämpfen. Jetzt muss er mit allen Mitteln kämpfen, die ihm zur Verfügung stehen. Ribera fällt zum Glück zurück. Sardini ist noch da. Jetzt ist es passiert. Jetzt reißt Lücke auf und das sind gleich mal 30, 35 Sekunden, wenn er, als er war, hier das Tempo angezogen hat. Ah, das zieht überhaupt nicht. Das schmeckt nicht. Das schmeckt gar nicht. Vielleicht können wir dann noch mal ranfahren irgendwie vor der Bergwertung. Ja, jetzt, aber jetzt müssen wir mit dran bleiben und da ist gar nichts mehr im Tank von Mauro Finetto. Ja, und jetzt ist auch passiert, dass Laurens de Plus die Bergwertung übernommen hat. Schade, schade für Mo und für unser Team. Und wir haben am Ende den Anschluss nicht wieder geschafft. Rein ins Peloton. Hängen jetzt mit Sardini hier hinten dran. Aber jetzt wird da das Tempo ein bisschen reduziert. Glück für uns, dass wir da nochmal reinfahren können. Jetzt kommen ja erstmal die Hügel. Das sollte Finetto dann noch eher liegen als so ein längerer Anstieg. Aber jetzt ist auch das Tempo gut, ist auch erstmal gut. Kommt da weitere Fahrer wieder rein? Auch Luis Leon Sanchez ist schon abgehängt. Nur das wundert mich jetzt. Und jetzt reißt hier, jetzt sind hier vier Fahrer weg. Drei davon sind bei Ineos und Stephen Williams. Wird aber sofort reagiert, sofort hinterher gefahren. Und wir versuchen es mal einfach am Ende des Pelotons hier so ein bisschen rein zu grooven. Marzocco, also ich sag mal Retschko wäre das, das hätte mich nämlich gewundert. Und jetzt geht hier wieder eine Lücke auf bei Finetto. Wir fahren jetzt nicht zu, das kostet zu viel Kraft, aber wir fahren sie nur zu, wie viel Kraftreserven wir jetzt auch haben, nicht mehr, dass wir jetzt schon 50 Kilometer vorm Ziel komplett blau gehen. Das wäre schlecht. Allerdings passiert es, es passiert. Wir sind jetzt hier mit zwei Asana-Profis, mit Debot und mit Nibali, also ich Vincenzo Nibali, zusammen. Schade, jetzt ist der Rückstand schon auf über eine Minute gewachsen. Ja, sieht nicht so aus. Hier, das ist das Hauptfeld, das ist hier eine andere Gruppe. Das. Die fahren immer wieder ran, jetzt kommen hier wieder von hinten welche. Das sollten allerdings ja auch welche, die schon abgehängt sind. Ist jetzt immer ein bisschen sehr verwirrend, vor allem wenn die dann nochmal schneller sind als das Peloton. Und jetzt heißt es, von jetzt an Kräfte sparen, Kräfte sparen, Kräfte sparen. Und wir verlieren schon wieder am Boden gegenüber dem Hauptfeld. Jetzt müssen wir hier mal dranbleiben. Finetto macht das aber gar nicht so schlecht. Das ist alles noch im Rahmen des Möglichen. Luis Leon Sanchez scheint den Anschluss jetzt nicht wieder hinzubekommen. Finetto jetzt hier im Anstieg. Ja, alles komplett verwirrend. Komplettes Durcheinander hier bei dem Anstieg. Also es geht sogar von San Marino nach San Marino das Rennen. Finetto jetzt wieder im hinteren Bereich des Pelotons anzufinden. Eigentlich eine ganz gute Position für ihn. Und einfach mal schauen, jetzt hoffentlich wird nicht mehr allzu hart für die Bergpunkte gesprintet. Das würde dann Finetto wiederholt den Korken ziehen. Kräfte sparen, Kräfte sparen und dann gucken, irgendwie im Finale durchkommen. Und eine Top-10-Platzierung wäre schon was Gutes dann. Jetzt fällt Fischer Black zurück, wahrscheinlich endgültig.
Wenn man jetzt im Flachstück zurückfällt, kommt man in den Bergen dann eigentlich auch nicht wieder. Und Finetto ist immer noch dabei. Muss jetzt wieder auf 90 hoch. Es wird nicht geknausert, was Tempo angeht. Ineos drückt hier schon sehr hart auf die Tube. Also fahren ein starkes Rennen. Am Ende mal schauen, wer dann den Sieg, wer dann über den Sieg sprinten darf, also ich über, wer sich über den Sieg freuen darf. Pinetto hält sich gut. Das muss man ihm lassen. Gardi. Und wem ist der jetzt, dieses Merida da, oder? Fahrer. Nee, Bellamati TSA, Trecolia, noch nie davon gehört. Naja, dann geht jetzt nicht über die ganzen italienischen Gegend. Es geht jetzt um Mauro Finetto. Bergpunkte holt sich Navarez wahrscheinlich. Dachte schon Rosso. Aber dachte, wo kommt der denn jetzt her? Hier war keine, gar keiner mehr von Gepecao in der Mannschaft. Und Pinetto jetzt einfach im Hauptfeld bleiben und gucken, das ist bis zum Sprint noch ganz nicht ein so hartes Tempo angeschlagen wird. Sivakov scheint einen Defekt zu haben, sieht auf alle Fälle noch sehr frisch aus, aber hat eine halbe Minute Rückstand, aber kommt da wieder reingefahren, wie es aussieht. Ja, ein bisschen schade, dass das Zeitfahren so, ja, wirklich in die Hose ging. Das Mannschaftszeitfahren sah eigentlich gar nicht so schlecht aus vom Aussehen her, aber trotzdem, dass man das jetzt Finetto so einen Rückstand hätte, sonst hätte er doch hier locker mit um den Sieg der Gesamtwertung kämpfen können, aber naja, gut. So ist das nun einmal. Ich bin nicht so ein Fan. Ich bin nicht so ein Fan, muss ich sagen, von Mannschaftszeitfahren. So bei der Tour de France und so, dann ist das ganz unterhaltend. Aber so bei kleineren Rennen, wo so World Tour Mannschaften und Kontinentalmannschaften zusammenfahren, dann denke ich mir schon, nee, muss nicht sein. So, dann haben die Kontinentalmannschaften ja überhaupt keine Chance mehr in der Gesamtwertung. Naja. Wer bin ich, dass ich mich darüber beschweren darf? Eigentlich müsste ja dafür nur ein deutscher Bürger sein. Das zählt bestimmt auch unter Meinungsäußerung. So, naja, Varies jetzt nach vorne. Aber ich sieht nicht mehr allzu stark aus. Holyman, den könnten wir uns auch nochmal merken. Von, das ist Israel Cycling Academy, also die Nachwuchsmannschaft von Israel Premier Tech. Und wie ist er? Nein, ich habe vergessen, ihn auf die Liste zu setzen. Luca. Okay, Holyman und Luca, und da war noch einer, der letzte Etappe sehr stark war. Ja, er hier. Den könnten wir uns auch nochmal merken. Die Etappe eher schwächer unterwegs mit Forti zusammen. Da könnten wir mal unsere Scouts, wenn ich noch einen hab, mal ein bisschen entsenden, oder wir setzen ihn auf die Liste oder auf die Dossiers. Das können wir uns auch, also Liste und dann auf die Dossiers gucken. Weil es ja auch, also zumindest Lukas, ja weitere Italiener im Team. Und Heimel, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. So, jetzt kommen wir gleich zum vorletzten Hügel, zum vorletzten Anstieg dieser Etappe, dieser Rundfahrt tatsächlich auch. Und Finetto ganz, ganz vorne mit dabei. Ist jetzt hier eine kleine Lücke wieder aufgerissen. Mal schauen, ob Vorrang gewählt ist, diese zuzufahren. Schaut so aus. Adrila. Ist das Tempo gerade so wenig? Jetzt können wir auch mal. Komm, why not? Und da kommt die Etappe, Tempoverschärfung von Rivera, und wir attackieren mal hier in den ganzen Chaos wieder rein. Ja, scheint zu funktionieren. Terrada kommt da von hinten wieder angefahren. Und Finetto setzt sich jetzt 11 Kilometer vorm Schluss beim vorletzten Anstieg an. Und Adrila und Terrada sind da jetzt mitgefahren. Und jetzt muss halt an Ineos gucken, was sie machen. Narváez fällt zurück, Rivera fällt zurück.
Ich würde schon sagen, Mo fällt zurück, aber der ist ja schon längst. Bleibt mal hier an Adrila dran. Das war jetzt ein gut gesetzt. Also gerade da, wo es langsamer wurde, und das hat gezogen, das hat gezogen, das hat gezogen. Vor Anna Veres, Dritter in der Gesamtwertung, fällt zurück. Das hat jetzt, das hat wehgetan für Ineos. Und mal schauen, wie sie sich jetzt ausformieren. Eine halbe Minute Vorsprung, 20 Sekunden. Jetzt macht Trek das Tempo. Wer hat da Trek noch? Jetzt ist eine kleine Lücke hier aufgerissen. Die wird da von Herr Hollyman zugefahren. Es sind noch 6 Kilometer. Es sind noch 6 Kilometer. Richtig stark gefahren von Pinetto. Jetzt müssen wir es nur noch auf die Ziellinie bringen. Erstmal dieser kleine Voranschlag noch. Oh nein. Da kommt die Attacke von Tejada. Da haben wir kurz jetzt nicht aufgepasst. Jetzt müssen wir da wieder ranfahren. Das tut jetzt weh. In den Knochen. Wir sind jetzt da, aber wir sind deutlich angeknackst. Wir können auch aus irgendeinem Grund nicht folgen. Jetzt kommt das Hoppel wieder mit Dylan Troins. Der zieht da jetzt hier dran vorbei. Sivakov dahinter. Sivakov kann nicht mehr, will nicht mehr. Troins hat jetzt schon einen gewaltigen Vorsprung. Pinetto kann auch nicht mehr. Terrala kann nochmal. Versucht er jetzt irgendwie dran zu bleiben. Nee. Schade. Pinetto fällt da jetzt raus. Aber trotzdem ein super Rennen von ihm. Muss man wirklich zugeben. Hier seine beiden Fluchtkonfertigen und dann Finetto. Am Ende Platz 12. Ja. Schade. Aber gut, von Hollyman Platz 13. Den wir uns dann nochmal näher anschauen sollten. Und Niavares verliert Zeit. Ein Klopfer muss jetzt gucken. Ja, aber sollte kein Problem sein mit der Karenzzeit. Vorsehen dann 16. Dann kommt Klotz rein. Mo. Bichelmann. Und am Ende dann auch Rattlewell Klopfer. Kurrenzeit, ja, jetzt fallen die ersten raus. Gardi und Rousseau betrifft das. Schade für die beiden jungen Italiener. Und wir gehen zur Siegerehrung. Über. Also, 12 Stunden Vorsprung, dann Dylan Toins, dann Pavel Sivakov, Polang, Galloper, Feline, Le Plus, Williams, Gelmus, Bambia, Tejada. Nein, wissen wir ja, Finetto kommt auf 12 Gesamtwertungen an. Gewinnt jetzt Dylan Toins vor Galloper und Sivakov, dann Le Plus, Polang, Feline, Williams, Gelmus, Bambia, Tejada. Wertung leider laute Plus für Mo und Naviares. Dann Punktewertung Galloper für Toins und Feline. Und Nachwertung holt sich dieser Kopf für Skymos und Tejada. Die Wertung trägt für Ineos und Astana. Ja, schade, nicht erfolgreich. Super gefahren von Pinetto, aber leider am Ende nicht erfolgreich gewesen. Am Ende dann noch auf Platz 12 in der Gesamtwertung. Das ist doch auch ein ganz passables Ergebnis, und wir können mal auf die Liste setzen. Und dann wir hatten noch Luca, können wir in der Bergwertung schauen, da war ja relativ weit vorne, genau, auf die Liste setzen. Dann haben wir das auch schon. Wunderbar. Und wir sehen uns als nächstes. Was zeigt denn da? Ja, Ardennes. Dann Piscino-Rundfahrt, die ist noch eine Spanier-Rundfahrt, ich weiß nicht, ob die so spannend wird. Ob sich das lohnt. Hungary. Ist nur, auch nur flach. Kommen nur flache Rennen jetzt. Naja, dann wahrscheinlich zur Britannien-Rundfahrt. Also Ardennen-Rundfahrt. Dann mal schauen, ob Hungary oder Britannien oder sonst wo. Egal. Ich verabschiede mich mit einem Lächeln und einem Ciao, ciao. Bis dahin. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Oh, die geht lang. Fast eine Stunde. Hätte ich auch streamen können. Naja.